Ich kann das. Sieht super aus, oder? Das, Freunde, ist eine One of One. Die gibt es nur einmal auf der Welt von Lionel Messi. Bam, bam. Ole! Leute, ihr habt gesehen, was letztes Mal passiert ist. Ihr habt das Video absolut auseinandergenommen. Das ist unglaublich. Wir haben 200.000 Klicks fast auf dem Video und über 15.000 Likes. Ich küsse eure Herzen, Malaka. By the way, Mütze von TNO an und N9-Frisur ist immer noch drauf. Ich muss hier ein bisschen meinen Bart gleich wegmachen. Und Leute, heute steht das Spiel an. Kroatien gegen Marokko um Platz 3 und danach Argentinien gegen Frankreich. WM-Finale. Ich will euch mitnehmen, Leute. Wir gehen auch dann zu Anton. Erstmal schauen wir uns mal Kroatien an. Wir gehen argentinisch essen. Ich nehme euch einfach mit. Ich zeige euch alles, Leute. Ihr habt Bock drauf. Lasst einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir gehen right. By the way, Vlogs machen. Brutal Spaß. Und jetzt zeige ich euch was. Leute, Outfit of the Day. Schön TNO-T-Shirt. Lefty-Ball-Hose. Und lange, dünne Haxen. Leute, viele haben sich beschwert, dass ich beim letzten Mal Fußball gucken eine Jeanshose anhatte. Heute sind wir gemütlich unterwegs. Morgen ist dann schon der 4. Advent. Und schaut mal, was mir meine Freundin geschenkt hat. Schaut mal an, wie süß. Sie hat mir ein Plätzchen gemacht und hat sich mir ein paar Post geschickt. Lecker. Ich meine, das sind, glaube ich, so russische Plätzchen. Warte, komm, wir testen jetzt an. Wir machen eine Geschmacksprobe. Da ist Karamell drin. Gut. Die sind sehr lecker. Dankeschön. Boom. So sieht's vorher aus. Und jetzt zeige ich euch gleich, wenn der Schneemann fertig ist, wie er aussieht. Let's go. Der sieht so gruselig aus. Oh. Bro, ein Auge. Leute, heute Morgen habe ich den Cowboy gemacht. Mit meinem Nachbar Max und mit der Regina. Guter Mann. Das ist heute der Glücksbringer. Du machst das. Ja. Bro, bis später. Das sieht aus wie der absolute Chaos, aber das sind alles Trikots von mir. Immer für die Videos greife ich da schnell rein und so, deswegen sieht es ein bisschen unordentlich aus. Das sind 1000 Trikots, Leute, die ich mir bis jetzt gekauft habe. Und ich auch. Und die Bayern schicken ab und zu welche. Dann haben wir hier noch coole Trikots. Marseille, Bayern, Real Madrid, Inter Mailand, Arsenal. Da ist alles mit dabei. Oha. Das habe ich schon lange nicht mehr angezogen. Das sehen wir gleich für das Spiel an. Der Glücksspinner. Leute, historisch gesehen ist das Spiel um Platz 3 für Kroatien auch ein riesengroßes Spiel. Kroatien hat es 1998 mal geschafft, 3. Platz zu werden. Dann bekommt ihr dadurch noch die Bronzemedaille. Und dann wurden sie 2018 einmal 2. Platz. Das war der größte, allergrößte Erfolg. Und jetzt können wir wieder den 3. Platz holen. Deswegen, Leute, ist dieses Spiel nicht einfach irgendein Spiel, sondern was sehr, sehr geschichtlich ist. Und genauso für die Marokkaner wäre das natürlich eine super Sache. Deswegen heißt es... Beten, hoffen und ich will die Mannschaft heute noch einmal kämpfen sehen, so wie sie es immer gemacht haben. Ich bin sowieso schon stolz auf die Jungs. Let's go. Ado Movina. Immer gut. Jungs, Mann und Mädels, einmal noch alles geben und 3. Platz holen. Komm schon, jetzt geht's gleich los. Freunde, das ist mein kleiner Bruder, der ist schon 18 geworden. Der hat mich früher bei Call of Duty immer geärgert. Und das ist mein Cousin. Die zwei, ohne Spaß, wenn ich COD gezockt habe, die haben mich immer genervt. Die kleinen Flechtachse. Oh, der hat was Nein gesagt. Digga, was? Ui! Tor! Tor! Ich hab schon was! Ich hab ja nicht! Ja! Vadiol! Ja! Geil! Ich hab grad meinen Freund die Tür aufgemacht. Tor! Let's go! Was ein geiles Tor! Junge, warte, ich freue mich so. Ich freue mich so für den Mann. Perfekt, ja. Doch, 1-1, perfekt. Digga, nach 1 Minute haben wir geführt. Wir haben 1 Minute lang geführt, gell? Eigener Kopfball. Nein, Loro Meier. Ja, ja. Jawohl. Schön! Das, hey, das ist kein Foul! Wie du pfeifst! Leute! Leute! Oh Mann! Bravo! Nein! Ja! Bravo, bravo, bravo! Oh, der verspringt ihn! Ja! Ja, er macht es so gut! Ja! Ja. Ja! So ein Tor müssen wir schießen. So ein Ding. Reinziehen. Geiles Ding, gell? Oh mein Gott, war das schön. Er hat richtig so den Winkel ausgeguckt und dann hat er ihn so... Er wusste genau, wo der hinkommt. Schau, schau seinen Blick. Beobachte mal, was er gleich macht.
Das war eigentlich schon ein verkackter Angriff. Dann Lucky, dass er verspringt. Und schau, den Ball, schau. Ja, schön gesehen. Pass auf jetzt. Bam. Aber das ist auch versucht. Boom, einfach so. Das ist einfach auch versucht. Freunde, es ist Halbzeit und wisst ihr, was ich geil finde? Sie kämpfen alle und es steht 2-1 für Kroatien. Es ist ein sehr offenes Spiel. Da werden, glaube ich, noch ein paar Tore fallen. Aber es ist schön zu sehen, dass sie nochmal alles geben für die Bronzemedaille. Bitte, lieber Gott, lass es passieren. Und ich bin, egal was passiert, Leute, stolz drauf. Und ich freue mich morgen so hart aufs WM-Finale. Und ich werde Messi die Daumen drücken und Argentinien und dann mal gucken, was da so geht. Ich weiß gar nicht, ob Benzema spielen wird. Da habe ich irgendwas gelesen oder so, dass da so eine Krise ist. Sind wir mal gespannt. Und jetzt gehen wir erstmal in die zweite Halbzeit. Vor allem mit Weihnachten. Ja, eben. Komm, jetzt komm, schieß! Rein. Oh, nein! Mann. Oh, das ist ein geiles Torwartschuss. Alter, meine Stimme hat mich kurz rausgeschossen. Alter, das sah so geil. Oh, das war so geil. Komm schon! Komm, pfeif jetzt! Ja! Wir haben es geschafft! Ja. Geil, Mann! Nice! Wir haben es geschafft, Leute! Moja Domovina! Schau, die Wahlkreuz ist einfach tot da hinten. Und jetzt, Freunde, geht es an die Leopoldstraße. Es ist ein gefeierter Sieg. Und ich zeige euch dort, was da abgeht. Da sind so viele Fans. Elevate Hose, Mokka und Fontaine Ohren. Idem. Schau, wie geil. Auf dem Rückweg, auf dem Rückweg. Freunde, nächster Tag. Heute spielt man jetzt Frankreich gegen Argentinien. Meine Stimme ist ein bisschen tot. Nach dem Kroatien-Spiel, ich habe absolut rumgeschrien. Ich habe das gesehen, Leute, die Schiedsrichterentscheidung. Es war ein bisschen turbulent. Und gestern wurde ich dann an der Leopoldstraße rausgezogen von der Polizei und habe eine Leopoldstraßenverbot bekommen. Das ist dort, wo die ganzen Kroaten dann rumgehupt haben. Da waren 1000 Autos. Da war so viel Action. Und dann haben sie sich mich ausgesucht, dass ich zu auffällig gefahren bin, obwohl bei mir alle angeschnallt waren. Und in den Autos daneben saßen Leute so quasi am Fenster draußen. Was ist mit der Stimme los? Und heute wird ein geiler Tag. Ich hab Bock auf den Tag. Jetzt gibt's erstmal richtig leckeres Frühstück. Schau dir das an. Und Sergen ist auch am Start neben der Schiene. Jetzt sind wir auf dem Weg zu Anton. Ich habe ein Barca-Trikot angezogen, um Messi, um Anton zu supporten. Der Mann wird so aufgeregt sein, Leute. Ihr müsst euch vorstellen, wenn Argentinien Weltmeister wird, der wird in Tränen ausbrechen. Das habt ihr nicht gesehen. Und ich drücke ihm die Daumen. Lionel Messi, seine Karriere abschließend so zu krönen, das wäre 10 von 10. Und ich will Anton ehrlich gesagt auch nicht brechen sehen. Ich glaube, der würde so weinen, Mann. Der konnte seit 3 Tagen nicht schlafen, müsst ihr euch vorstellen. Und natürlich, Freunde, darf heute auch N'Golo Kanté nicht fehlen. Mein Mann, mein Supporter. Und jetzt ab zu Anton. Ist euch übrigens aufgefallen, meine neue Frisur, die wächst. Schaut mal, die Seiten sind wieder ein bisschen frischer. Es wächst alles ein bisschen nach. Sieht gar nicht mehr so scheiße aus. Gestern war ich unterwegs, by the way. Alle wollten ein Bild mit mir machen, die kannten mich nicht mal. Die so, oh, R9, huhu, cool. Das war schon cool. Leute, original, mich hat aber auch eine Frau angeschaut, die war so, ii. Die dachte, ich bin so Ekelkopf oder so. Leute, wir sind bei Anton angekommen. Bro, von 1 bis 7 aufgeregt bist du? Ich war noch nie so nervös vor einem Fußballspiel. Echt? Noch nie? Champions League Finale, auch krass gewesen bei Barca damals, aber Bro, das ist das Spiel meines Lebens. Bro, ich hab für dich das Barca sogar. Ja, Leute, ohne Spaß, heute muss Messi mit Argentinien gewinnen. Ich will nämlich nicht, dass du am Ende so, weil es gibt irgendwie die eine Seite, die gewinnt. Du bist der glücklichste Mensch der Welt, du bist in Bayern wahrscheinlich. Entweder vor Freude weinen oder vor Frust. Ja, Leute, beten, hoffen, ihr werdet die Reaction sehen. Anton wird auch einen Vlog machen, so richtig mit allen Szenen und so. Jungs, Leute, schaut euch diesen Ball an. Hat auch Messi unterschrieben. Brutal. Leute, und das war Antons Grind-COD-Zeit.
Da war da so ein Schwitzer. Gestern habe ich jemanden getroffen, der hat gesagt, der war beim Impact-Clan. Und er kannte mich so von früher noch, so richtiger OG. Weil ich war bei Apocalypto-Clan und wir haben immer quasi mit Apo Red, mit Steel und so, haben wir gegen Marcel Scorpion und gegen Anton gespielt und so. Das waren so verfeindete Clans quasi. Das wissen viele gar nicht. Und Leute, hier nochmal die Dragon Ball-Figur. So Goku, du musst jetzt Anton Blut bringen, okay? Cousin. Der Mann ist nervös. Ich bin sogar auch nervös, weil Anton nervös ist. Verstehst du, was ich meine? Weil ich will nicht, dass er bricht und ja, das ist nicht gut für uns alle hier im Raum. Übrigens, Leute, Mike ist auch da. Mike ist auch am Start. Mike, Cowboy. Was geht? Matt hat mich gerade gefragt, ob ich für Frankreich bin. Leute, wir wurden vor 4 Jahren von den Franzosen im Finale hops genommen. Leider. Ja. Oh mein Gott! Oh! Abseits. Der ist auch beide sehr gut, Bro. Enzo Fernandes. Ja, ist okay. Egal, alles gut. Gut, stark. Aber es wird nicht besser, die Maria. Ja! Die Maria. Alles klar. Oh! Der zweite Ball, der holt die immer, gell? Hä? Ja! Das ist der wichtigste Erfolg in seiner Karriere, ne? Gegen Luis! Leo! Ganz schön schon. Wir sehen den Schuh, Leo! Komm, Leo! Die Antwort schon! Ich mach den Drohnen. Halbzeit im WM-Finale, 2-0 für Argentinien. Ihr habt die Reactions gesehen. Anton hat sich seinen Fuß eingeklemmt in der Couch. Es ist crazy, Mann. Es wird heute Geschichte geschrieben. Ich hatte so oft Gänsehaut im ganzen Körper. Und ich habe das Gefühl, Leute, dass Maradona mit einem Tränen im Auge sich das Spiel anschaut. Und das ist Fußball, Leute. Schau mal, Leute, aufs WM-Spiel Anton gönnt heute. Leute, schaut euch das an. Ich habe mir so einen leckeren Teller gemacht. Boah, ich habe so Hunger und Bock auf so gesundes Essen gerade. Ich bin gerade bei Anton im Zimmer, es ist 90. Minute, ist durch, 2-2 steht es, es ist so intensiv. Und Anton hat hier so ein provisorisches Bett mit so einem süßen Hund, damit er besser schlafen kann. Schau mal, jetzt müssen wir ein Tor machen. Schön. Oh, nein!
viele Rückschläge für Anton. Oh mein Gott. Ja, Hand. Elfmeter. Er gibt Elfmeter. Das kann nicht sein, sogar. Das ist lächerlich, Digga. Das kann nicht sein. Wer ist das für ein Ding? Schau mal, wenn man ja heute ist. Mbappé wird verkackt. Er wird kein Hattrick-Finale machen. Er ist nicht Cristiano, er ist nicht Messi. Was hat er für ein Glück, Mann, dass er mit der Hand drankommt? Drüber! Drüber! Seitdem ich lebe, habe ich sowas nie gesehen. Das ist das krasseste Fußballspiel, was ich jemals gesehen habe. Das ist der Bruder von Mann. Und wer ist wieder Torschützenkönig? Ey, es kann nicht sein! Drei Tore, Bruder! Er macht drei Dinger! Topscorer der Welt. Wer macht die? Nein! Oh mein Gott! Wichtig! Und jetzt geht es lang. Oh mein Gott, wer hält? Er hat das auf dem Fuß, gell? Als Frankfurt-Spieler. Freunde, Anton ist nervlich, komplett am Ende, gell? Ich wüsste nicht, wenn ich jetzt Kroatien wäre, wie ich damit umgehen sollte. Und das Ding ist, Martinez, Torwart von Argentinien, ist der beste Elfmeterkiller bei der WM mit dem Marokko-Torwart und mit Livakovic. Vorbei. Frankreich schießt als erstes. Wer schießt das erste? MAP, oder? Er hat halt schon zwei verwandelt. Er wird den dritten nicht treffen. Er hat zweimal links geschossen, zweimal. Er schießt? Er trifft nicht. Er schießt als erstes, sagt er. Jetzt ist die Zeit zu verschießen. Komm, Martinez. Hinein! Er war wieder dran, Er schießt dreimal nach links. Er hat auch schon einen gerunnen heute. Sein letzter Schuss aller Zeiten in der Weltmeisterschaft. Und für Argentinien. Ich kann nicht hingucken, ich war Kugelchen. Ja! Leo, mein Bruder, ich küsse dein Herz. Schau. Ich hab Augen zugemacht. Ich küsse dein Herz. Er ist nervös, Bruder. Er ist ganz nervös. Er ist immer nervös bei sowas. Ja! Ruhig. Die Baller. Eigentlich ist er ein super Schütze in der Treppe. Paolo. Der schießt hoch. Paolo Di Balla. Winkel. Ja! Oh mein Gott, was hat er gemacht? Er ist der verrückt, was schießt der Wittiger? Schau seine Haare. Jungs, wir sind wieder in Führung, wir können nicht nochmal. Der verschießt. Ja! Paredes, bitte! Ja! Ja! Das ist vorbei. Das ist ein Weltmeisterschaft. Laut Argentinien hat es gleich geschafft. Das haben wir vor einer Stunde schon gedacht. Aber Messi, sein Torschützenkönig-Titel langweilt nicht. Scheiß drauf, Torschützenkönig. Aber echt, ja, safe. Egal, alles gut. Und der hatte Sieg. Ey, er hatte den doch verstanden. Er hatte den Sieg. Argentinien hat ein Matchball, Leute. Wir haben vier Matchball. Jetzt Lautaro. Moani hat getroffen. Lautaro. Ich weiß nicht. Gonzalo Montiel. Er trifft jetzt. 25 Jahre alt. Er trifft. Bitte für Leo! Ja! Messi! Wir haben es geschafft! Ich wollte nicht, dass Frankreich gewinnt. Nicht böse gemeint an Franzosen, sondern für Messi. Und Gigi an die Franzosen, Gigi an Mbappé. Was Mbappé gemacht hat, ist unglaublich. Nur die Beine alle so. Schau mal,
Ich würde es euch gerne zeigen, Leute, aber wir dürfen es nicht filmen. Leute, das ist das Outro vom Video. Bewerten, kommentieren nicht vergessen. Argentinien ist Weltmeister. Messi ist Weltmeister. Das ist gut für unsere Messi-Karte. Das ist wunderschön für Anton, für alle Argentinien-Fans, für alle Messi-Fans, für alle Barca-Fans. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Kroatien-Vlog plus Argentinien-WM-Finale-Vlog. Und Leute, wenn ihr mehr Vlogs sehen wollt, dann knattert die Daumen nach oben los. Und danke für euren Support. Letztes Video hatte über 16.000 Likes, 20.000 Aufrufe. Ich küsse euer Herz. Wir sehen uns. Anton. Er genießt jetzt. Und ich werde das jetzt auch genießen. Haut rein, Freunde. Ciao.